New York, ich glaube um 17 Uhr oder so. Das heißt, die spielen auch so schon bis 23 Uhr. Und jetzt imagine, die würden noch Tiebreaker spielen müssen. Dann würden die bis 2 Uhr nachts da im Office sitzen. Oh, TP hätte ich auch mitnehmen können, aber brauche ich glaube ich nicht. Ich glaube, Kalstadt ist hier gut. Ja, Grandmaster Grenze ist insanely hoch. Könnte sogar schon noch höher sein jetzt. Changer Grenze ist fast bei 1000. Das ist so crazy. Wir werden hier einfach Power farmen. Wenn Seraphine ihre Spells aus hat, können wir mal für Trades gucken. Solange ich mir mein E einfach immer für den Rakan W aufhalte, sind wir komplett safe. Wahrscheinlich wäre Ghost immer noch besser gewesen als Barrier. Hätte ich vielleicht sogar die Rakan-Ult im Teamfight outrunnen können. Ich habe eigentlich auch keine Angst vor Early Ganks von Diana. Also ich glaube, wir können hier sogar W starten. Voilà. Null. Da muss Yumi aber raussteppen. Also, dass die Seraphine nach vorne laufen und mich auto-taken darf, ist schon sehr illegal. Hätte wahrscheinlich Space Shields gehen sollen auf Level 2. Oh, ich habe XP gemisst. Ah, ich hab mein Special verkackt. Geist, wollt ihr irgendwas töten? Oh mein Gott, also das war ja wirklich mechanically absoluter Horror-Int. Holy shit. Ah, ich hab mein Special doch verkackt. Puh, schwierig. Oh, mute all rein hier. Das wird drafted game. Ich habe das Gefühl, wir haben die Landing Phase auch komplett falsch gespielt. Die hätte niemals so schwer sein müssen auf Level 1, 2, 3 so.
Vielleicht war der Keilstart ein bisschen greedy anstatt Longsword. Ich muss aber auch sagen, also ich merke auch, dass ich eine Weile keine Sivir mehr gespielt habe. Ich finde, Last Hit mit Sivir ist absolutes Terror-Aids im Early Game, wirklich. Ich finde es absolut horrible, mit Sivir zu Last Hit im Early. Der W denied dir so viele Minions, aber du musst ihn halt usen, weil du halt sonst keinen Push kriegst. Sie haben es einfach geschafft, einen Champion clunkier zu machen als vorher. Hä, hey, aber was ist das? Was denkt er sich, was hier passiert? Ich check nicht, was der Rakan macht. Aber es funktioniert for some reason. Das ist eine ganz, ganz, ganz komische Laning Phase gerade. Hä? 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 What is happening? Ich verstehe nicht. Hä? Wie können wir da sterben? What? Ich check's wirklich nicht. Ich check's nicht. I really don't get it. Ich finde, also, ich weiß nicht, ob ich delusional bin, Guys, aber ich finde, die Yuumi spielt das komplett garbage. Oder irre ich mich? Ich habe das Gefühl, ich spiele 1v2 die Laning Phase. Oder irre ich mich? Also es fühlt sich nicht an, als ob ich einen Supporter habe in der Lane. Ich bin einfach 30 CS behind gegen eine scheiß Seraphine, hä? Egal. Winnable. Winnable, aber wird rough, wird sehr, sehr rough das Game. Wir haben hart losing Botlane. For some reason haben wir eine hart losing Botlane. Ich kann auch nicht last hit mit Sivir. Ich habe locker schon 15 CS einfach gemisst. Also ich bin hauptsächlich in CS behind, weil ich schlecht bin auf Sivir. Sagt, dieser Champion spielt sich so garbage im Early Game, bis du einen Noonquiver hast. Die haben es halt auch wirklich geschafft, mit den Changes Sivir clunkier zu machen als früher. Oh, ist fein. Ich glaube, wir nehmen hier einfach ein Plating. Ich hard push die nächste Wave, dann gehe ich Base. Ah, da ist Rakan. Ah, war nicht mal knapp. Ich habe einen beschissenen Recoil hier. Ich hätte wahrscheinlich. Nee. Ich hatte nicht mal genug Gold für Pickaxe, oder? Mit 500 Gold aus Base rauszugehen, fühlt sich schon sehr miserabel an. Aber es ist fein, Rakan hat alle Kills bekommen, von daher ist whatever. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Kallstart und WQ zu skillen anstatt. Also, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich Longsword starten. Und einfach Q Level 1 und E Level 2 skillen sollen. Habe ich ein bisschen unterschätzt, dass die uns doch gepressured kriegen. Aber ich finde auch wirklich, also auch wenn Sivir so ein piss-easy Champion mechanically ist, ich finde wirklich. Das ist wie Ashe so. Ashe fühlt sich im Early Game einfach schlecht an, so. Wird hier mal pinken. Einfach 20 CS und ein ganzes Level hinter Seraphine, als Sivir das schon zählt. Habe ich irgendwie nicht mitgerechnet. Ich habe aber auch gerade gar keine Map Awareness so. Ich bin gerade. Ich hab nicht mal gesehen, dass Yuumi top ist. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich spiele das Game ultra hart auf Autopilot.
Wenn ich gewusst hätte, dass die für ein Dive spielen, hätte ich das ganz anders gespielt. Ich bin gerade irgendwie sehr brain AFK. Weil ich immer noch so... Ich bin immer noch so schockiert, dass dieses Game so läuft, wie es gerade läuft. Wahrscheinlich steht die Diana immer noch hier. Ich habe keine Boots gekauft, weil ich Dings... Ich habe Magical Footwear dabei. Oh, der Pinkbot war Weltklasse. Ja, ist mega gut, was hier passiert. Ist auch fein, dass wir da Early Game geintet haben, ist glücklicherweise egal, weil wir Sivir Yumi haben. Jetzt fängt eigentlich der Moment an, wo ich anfangen kann, die Seraphine zu pressuren. Im reinen 1v1. Auch wenn sie übelst ahead ist. Weil ich einfach zuerst an der Wave bin. Ich darf nicht so greedy spielen. Einfach die Wave Insta pushen, dann bin ich fein. Ich weiß aber nicht, wo Rakan ist. Der könnte Bot sein, maybe. Team. Ja, ich kann hier nicht upsteppen gerade. Die könnten auch wieder für einen Bot Dive gucken. Also unsere Win Condition ist ja einfach Kayn Yuumi. Muss ich akzeptieren, dass ich nicht das Zentrum des Spiels bin. Kann sein, dass ich hier angeflasht werde oder so. Diana könnte wieder für einen Dive hier sein, honestly. Aber ja, so ist Bot. Ist okay. Nee, so ist nicht Bot, Diana ist Bot. Ja, akzeptieren wir einfach, ist fein. Dafür darf der Akshan Toplane nicht mitspielen. Also wir kriegen Top mehr, als wir Bot verlieren. Ist in Ordnung. Ich hätte vielleicht den Grump noch machen können, aber... Was hat gehittet? Kann ich probably diven. Fünf, sechs noch auf dem Kall, das tut ein bisschen weh, aber... Oh, die Diana hat ihre Ult komplett verschissen. Ruf mal Mitte aus Base. Haben die denn? Ja, so ist auch relativ gut im Game, ne? Nice. 50 auf Drake. UF dürfen wir noch pushen. Ich darf nicht zu weit abstellen, weil sonst kommt Rakan Ult, ne? Aber... Dragon 30.
Weiß gar nicht, ob ich den contesten würde. Ich glaube, Crossmappen ist besser. Also die Gegner müssen jetzt Fights flippen, sonst werden die hart outskilled. Also sollen die ruhig den zweiten Drake nehmen? Wir kriegen Herald. Ja, wenn Yasuo da ist, verlieren wir das, ne? Das ist viel zu deep, Bro. Ah, scheiße. Ich hätte wahrscheinlich einfach rausgehen sollen, ich war sehr low. Quad, okay. Oh, ist Penta, ne? Ist Penta. Hä? Und war das kein Penta-Kill, what the fuck? Das hätte doch safe ein Pentakill sein müssen. Und Diana ist schon respawned, aber. Kane Yumi ist wirklich fair. Ja, ich glaube, ich hätte ihn ja so einfach respekten müssen. Aber ich glaube, es war auch so, okay. Zalis geht Mitte, dann nehme ich Botside Jungle. Sideline kann ich nicht spielen, da wäre ich komplett runtergerannt. Ich meine, der Fight war eigentlich auch gerade schon nicht so gut, weil der Sylas quasi direkt am Anfang gestorben ist. Wir werden trotzdem den Drake nehmen. Ja, wir spielen jetzt einfach Kane's Game, ne? Ich glaube, dass er immer weiter den Akshan auf Sideline tötet. Na gut, ich meine, warum nicht? Er kann sich halt nicht wehren. Aber ich kann ihn halt nicht upzappen, ne? Also die könnten halt da reinmoven. Dann nehme ich einfach Red Buff hier. Oh, die geht für Herald, lol. Oh mein Gott, ich bin so ein Hurensohn. Ich zieh die. Nee, wir machen den nicht. Wir machen den nicht. Wir müssen akzeptieren, dass wir verloren haben. Ich bin nicht sauer. Uma, ich brauch dich. Du hast meinen Browser gefickt mit diesem Code, den du mir letztens geschickt hast. Dieses Dark Mode Ding hat mein PC zerstört. Wie mache ich das wieder rückgängig? Ja, warte eine Antwort. Sofort. Ja, dann google mal, wie ich das wieder rückgängig mache. Du Arsch. Ich will nicht Sideline gehen. Ich group einfach mit. Wir spielen einfach Aram. So. Ich werde auf beiden Sidelines runtergerannt. Na, Toplane hätte ich vielleicht defenden können. Na, Toplane hätte ich gehen können. Gleich wieder Flash.
Der will meinen Ass, der ja so, seht ihr das? Der will mein S, der will mein S. Nice. Kate ist einfach full life und hat noch Ult. Fucking Kate, Digga. Ich hab dich. Haben die TPs? Ne. Wobei, die haben noch. Aber die Diana hätte vielleicht sogar in Time kommen können, wenn sie die Dingens geused hätte. So. Ich würde so machen. Ja, machen wir mal so. Ich glaube, die Stopwatch ist gut hier. Merkur Medium, danke für den Sub. Rapid Lightnings, dankeschön. Kalamitatos, moin, danke für die 18. Auf anderthalb Jahre noch viele weitere hoffentlich. Die 90er sind mega, nice, das freut mich, Mann. Das freut mich. Ja, ich bin auch sehr happy mit denen. So, pushen jetzt den Lachs hier, ich habe keinen Flash. Sollten wir Botlane spielen. Alter, Alter, Alter. Oh, die habe ich gar nicht gesehen, die Seraphim Ult. Das sah schon sehr fair aus. Ah gut, der hat auch 4 Items. Der ist ein kleines bisschen fett. Aber wir haben einen süßen kleinen Minion. Mein Damage ist so pisse. GG. Aber muss schon sagen, also Early Game haben wir echt gottlos geintet. Hat der Rakan uns echt hops genommen, muss ich sagen. Oh nein. Nein. Ja, ich glaube, Kaltstart war auch einfach sehr greedy. Kaltstart war greedy.